So, wir werden uns jetzt den wirklich wichtigen Dingen auf YouTube widmen, ja? Ne? Das mit dieser Like-Dislike-Thematik. So, ich habe davon keine Ahnung. Ich habe Miguel Pablo seit 23 Jahren nicht mehr angeschaut. Und ich bin 22 Jahre alt. Und ich bin gespannt, was er für ein Statement raushaut. Weil, pass auf, damals war doch die Thematik, dass Mirko Rosig Miguel Pablo 70.000 Euro abgezogen hat. Und ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ausschaut. Habe schon bei KuhnTV gesehen, es ist langweilig. Davon werde ich mich jetzt erstmal kurz überzeugen. Was geht? Ich, Miguel Pablo. Und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem... Die vertragen sich jetzt bestimmt wieder alle und alles ist gut. War doch genau das gleiche mit Superman Dennis. Also mit Dennis Pro. Kanal. Wie ihr am Titel erkennen könnt, Mirko, die letzte Gerichtsverhandlung ist jetzt am 10. März und zwar in einigen Tagen. Und ihr wisst, jetzt ist es endlich soweit. Und zwar werde ich die letzte Zeugenaussage haben. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass Mirko seine Zeugenaussage gemacht hat. Und wenn das Gerichtsurteil endlich steht, vorerst gegen die Bank, die Mirko das Geld ausgezahlt hat, ihr kennt die Geschichte, dann werde ich euch das Urteil auf jeden Fall direkt verkünden. Und ich werde auch, wenn alles fertig ist, ein Video zu Mirkos Zeugenaussage machen, weil die ist... wirklich sehr, sehr nice geworden. Mirkos Zeugenaussage ist voller Widersprüche und Lügen. Da freue ich mich schon drauf. Eventuell wird ABK sogar dabei sein, weil er darüber eigentlich auch gerne ein Video machen wollte. Schade, dass wir nicht im Gericht filmen dürfen. Naja, ansonsten wollte ich euch jetzt eigentlich eine Roomtour zeigen von meiner neuen Wohnung. Gut. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich ziehe endlich aus von zu Hause. Endlich mit 22 Jahren. Ich habe es ja damals schon in Berlin versucht umzuziehen. Hat nicht ganz so gut geklappt. Aber jetzt habe ich eine neue Wohnung gemietet und die wird jetzt eingerichtet. Ich habe die ersten Möbel schon bestellt. Ich freue mich auf jeden Fall übel darauf und in der neuen Wohnung werde ich dann auch richtig durchziehen und endlich wieder aktiver sein für euch. Und nebenbei studiere ich ja, wie einige von euch wissen. Ja, Miguel. Er studiert einfach, ne? Muss jetzt mal überlegen, so, das heißt, der, wie der eigentlich verkackt hat, jetzt studiert er. Also es ist auch gut, dass der studiert, ne? Ist ja schön. Ich freue mich für ihn, dass er gerade sein Leben so ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Weil das mit diesem bodenständig, weil gerade geschrieben wird, immer bodenständig bleiben. Das mit diesem bodenständig und Miguel Pablo, das hat ja anfangs nicht ganz so gut funktioniert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Miguel Pablo studiert, ey. Denkt man von mir gar nicht. Aber wie ihr wisst, ABK hatte einen sehr guten Einfluss auf mich. Natürlich noch ein paar andere Leute. Ich würde mal meine Eltern auch dazu zählen. Ja, wie ihr seht, ich bin relativ gut gelaunt. Mir geht's auch ganz gut. Und heute wollte ich eigentlich mit euch über was anderes reden. Und zwar gab es einen mega nice Front die letzten Tage von einem sehr guten Freund von Mirko. Ja, Mirko hat noch Freunde. Man glaubt es kaum. Jemand, der seinen besten Freund, der in der Klapse ist, 47.000 Euro vom Konto klaut. Ja, so jemand hat... Ach, 47.000 waren es, okay. Tatsächlich auch Freunde. Aber dazu kommen wir auch gleich. So Leute, Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar wird das... Das Video wird unterstützt von Louis Vuitton, oder wie? Warte mal, von wem? Schon bleiben eure Daten geschützt vor Hackerübergriffen. Und ihr werdet sogar informiert, wenn jemand versucht auf eure... Warte, ich kack mir ins Hemd, wenn das NordVPN ist. Nee, Surfshark. Surfshark, was machen die? Aus dem Englischen übersetzt, Surfshark ist ein virtueller privater Netzwerkdienstleister mit Sitz aus der britischen Jungferninsel. Surfshark bietet Produkte wie ein virtuellen privaten Netzwerkdienst, ein Datenleck-Suchsystem und ein privates Suchwerkzeug an. Das ist doch ganz nice. Ja, das ist doch schön. Surfshark. Ich vermute sowas wie VPN. Dachte ich mir auch erst. Eure Accounts zuzugreifen. Dazu könnt ihr mit Surfshark auf über 3000 Zeugen. Und ich habe einen fetten Promo mit euch. Ein guter Freund von Mirko. Die hat den Promocode Pablo10 ganze 83% und 3 gratis Monate dazu. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und zwar wurde ich von 2 YouTubern negativ erwähnt. Und einer davon ist ein sehr guter Freund von Mirko. Die haben über mich hergezogen, bisschen über meine Krankheit gelacht. Ich werde die Aussagen gleich einblenden. Dazu nehme ich gleich Stellung. Aber erstmal, Leute, wollte ich mit euch über die schönen Dinge reden. Freut euch auf die Roomtour aus meiner neuen Wohnung. Sehr, sehr nice. Bevor ich jetzt die beiden YouTuber erwähne, die über mich hergezogen haben, will ich euch gerne mal YouTuber einblenden, die auch mal was Gutes über mich gesagt haben. Also es gibt noch YouTuber in YouTube Deutschland, die mich nicht hassen und verachten und haten. Und zwar neben ABK, Heikel und KuchenTV, die mich sehr stark unterstützt haben im Jahr 2020. Und natürlich auch dank meiner positiven Entwicklung, weil ich im Jahr 2020 keinen fragwürdigen Content gemacht habe und euch gute Videos geliefert habe, gab es noch im Mois... Stopp, warte mal ganz kurz. 2020, war das nicht trotzdem noch am Anfang 2020 die Sache mit diesem schwulen Thema, dass er sich geoutet hat und das Outing war gar nicht echt? Das war doch Anfang 2020, oder? Ich glaube auch. Also selbst 2020 hat er eigentlich auch verkackt. Dream, eine nice Äußerung. Kuss geht auf jeden Fall raus. Jetzt mal ernst gemeint, nicht ironisch, Leute. Ehrlich. Miguel, dein Hund war. Nein, Miguel ist... Bruder, Miguel ist korrekt. Er hat sich gemeldet danach. Ja. Fand ich nice, dass es YouTuber gibt, die meine positive Entwicklung anerkennen. Aber es gibt auch YouTuber. Jetzt geht's los. Ich blende es einfach mal ein. Geh auf sein Video, warte. Oh, tatsächlich wirklich? Wife und Energy.
Da bin ich ja mal gespannt. Guck mal, welches neue Video hier. Die Wahrheit. Und jetzt schreibst du einfach mega nice Entwicklung, Bro. Och, oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ich like das. Die Shit. Geil. Endlevel cringe, ich schwör's dir. Oh mein Gott, das tut so weh. Er denkt jetzt, es ist ernst oder so. Ich sehe schon kommen, der schreibt mir auf Instagram oder so. Ich feier sein Content, ich hab ihn auch früher nicht gefeiert, als es ihm noch gut ging und so, aber. Ja, hat sich auf jeden Fall gut entwickelt. Denergy. Vor allem gerade Denergy, ne? Warte mal. Warte, ich weiß nicht, ist das noch relativ aktuell gewesen, das Video? Denergy ist doch selber mega am Arsch, oder? Denergy ist doch selber mega am Arsch. Also eigentlich könnte er sich am wenigsten erlauben, sowas zu machen. Junge, der macht echt wieder krass viele Aufrufe. What the fuck? Mit OmeTV und sowas. Hier, diese Challenge, nimm dein Gehirn hops. Also, ja, war jetzt scheinbar gar nicht allzu lange her. Die hat sehr krass über mich gelästert, hergezogen. Und du Wife natürlich auch. Erstmal zu dir, Denergy. Ihr müsst wissen, Leute, Denergy und Mirko folgen sich beide auf Instagram. Und Mirko hat auch in einer seiner Videos gesagt, dass er mit Denergy noch gut befreundet ist. Jetzt habe ich eine Frage an dich, Denergy. Wie kannst du, nachdem du selbst verschuldet warst, gut, bei dir war es deine eigene Schuld, dass du Schulden beim Finanzamt hattest. Bei mir wurde mein Konto leergeräumt von meinem besten Freund. Und die Gerichtsverhandlung läuft gerade. Also haben wir doch nicht so viel gemeinsam. Weil du hast dich ja selbst verschuldet. Und während ich es selbst aus meinen Schulden rausgeschafft habe, hast du deine Fans nach Geld gefragt, nach Spendenaufrufen gefragt, damit deine Fans deine Schulden bezahlen. Und Denergy, ich erinnere mich, dass damals im Hotelzimmer, wo du als einziger mit dem Kameramann so früh wegfahren musstest, obwohl ich die Hotelnacht für uns gebucht hatte, hattet ihr es auf einmal so eilig und dann haben mir 3000 Euro gefehlt und ich habe mich bis heute gefragt, wer das Geld wohl genommen hat. Naja, aber ist ja auch nicht schlimm, Denergy. Falls ich dir bei den Schulden irgendwie helfen konnte, freut es mich. Aber wir wissen es nicht, Leute, das steht jetzt so im Raum. Es kann natürlich auch sein, dass Mirko Rosig dir dabei geholfen hat und du deswegen noch mit ihm befreundet bist. Vielleicht hast du ja für die ein oder andere Aktivität von Mirko Geld bekommen. Vielleicht hast du ihn ein Freundschaftsdienst... Also ich meine, stellt euch jetzt mal vor, das wäre so. Wenn das wirklich so wäre, also ich habe eigentlich ein relativ positives Bild zu Denergy. Ich finde, der ist ja trotzdem relativ sympathisch. Aber wenn das rauskommen würde, dass das so wahr ist, dass er auch Miguel Pablo beklaut hat, also mit Geld beklaut hat, als würde ich schon das Bild nochmal so 180 Grad von Denergy, finde ich, wenden. Erwiesen, du hast mich ja damals immer so angepackt beim Pablo-Live-Dreh. Dann wollte ich dich fragen, war Mirko Rosigs Schwanz so dick oder rosig? Okay, der kam jetzt relativ flach. Aber Denergy, ich sehe ja bei deiner Musikkarriere, Bro, du machst halb so viel Klicks mit deiner Musik wie ich, obwohl ich kein Musiktalent habe. Und das ist schon traurig. Mega nice Entwicklung, Bro. Ihr müsst... Okay, gut, er nimmt das jetzt gerade auch ein bisschen sehr ernst von dem, was Denergy gesagt hat. Aber ich sag mal so, wenn man sich in die Lage von Miguel Pablo versetzt, denke ich, ist die Reaktion normal, die Miguel Pablo dort raushaut. Weil klar ist man angefressen, wenn derjenige, der dir 47.000 Euro abgezogen hat, dessen Freund, der eventuell auch irgendwas mitgemacht hat, dann so in einem Video über dich redet. Wissen, der Denergy hat Kontakt mit mir abgebrochen, genau ungefähr in dem Zeitraum, wo Mirko mir das Geld entnommen hat von der Bank. Ich denke, das erklärt sich von selbst, Leute, dazu muss ich ja jetzt nichts mehr sagen. Aber freut mich auf jeden Fall, dass ich da zwei gefunden habe. Hat Denergy nicht in einem Video gesagt, dass er kein Geld von Fans will? Kann sein, ja. Aber es ändert ja nichts daran, was damals vorgefallen ist. Man weiß es ja nicht. Und das, was jetzt noch gesagt wird. Deswegen, Grüße gehen raus, Denergy. Und wegen deiner Musikkarriere, ich sehe ja mit deinen Klicks, du musst ja ziemlich viel noch beim Finanzamt nachzahlen. Und ich bin ja öfter hier in der Innenstadt in Paderborn unterwegs. Und ich schwöre, Denergy, du würdest hier auf jeden Fall richtig gutes Geld machen mit Straßenmusik. Und glaub mir, das würde sich sogar mehr lohnen als deine paar Streams. Du hängst jetzt... Keine Ahnung, ich musste gerade tatsächlich lachen. Sowieso gerne mit. Ich weiß nicht, warum ich gerade lachen musste, aber diese Lache von Denergy, die hat mich gerade wirklich auch zum Lachen gebracht. Junkies ab, Denergy. Was ist das für ein genickgefickter Junkie da neben dir? Erstens sieht es aus wie so einer, der auf Kürbis gechillt hat und Autoscooter-Chips geklaut hat. Aber guck mal hier, diese Zahn. Ist das eine Lücke oder ist das ein verschimmelter Zahn? Das ist mein Onkel, mein aus Marokko ohne Zähne zu mit Satt auf der Arme. Guck mal, Hurensohn. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ich like das.
Und die beiden machen sich ja lustig über meine positive Entwicklung. Wir alle wissen, dass ich mich positiv entwickelt habe. Ja. Ich meine, ich mache Videos, wo ich über Psychosen aufkläre. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Die meisten Leute geben dann die Hoffnung auf und bleiben dann ihr Leben lang psychisch krank oder ihr Leben lang in der Psychiatrie. Ich habe viele Videos... Alter, der hat genauso einen stabilen Bartwuchs, wie ich es hätte, ne? Also würde ich mir das jetzt wachsen lassen, wahrscheinlich nicht bis hierher. Aber ich habe hier auch absolut keine Behaarung. Also nur so ganz, ganz minimal, weißt du? Und ungefähr so würde es dann bei mir aussehen. Ganz unangenehm. Ihr Leben lang psychisch krank oder ihr Leben lang in der Psychiatrie. Ich habe viele Videos 2020 über psychische Probleme gemacht. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die psychische Probleme haben. Und ich habe auch viele Freunde, die noch in der Psychiatrie sind. Ja, und ich finde, sowas muss man nicht unbedingt ins Negative ziehen. Und ich bin ehrlich mit euch, ich kann über vieles lachen und auch über mich. Kann ich gut lachen. Aber bei Krankheit hört es Spaß auf, Habibi. Und du weißt, bei Familie ist kein Spaß mehr, Habibi. So, über jemanden, der gesund geworden ist oder so, gönnt doch einfach. Gönnt doch einfach, dass ich mich wirklich positiv entwickelt habe, keine Tattoos mehr im Gesicht habe, therapiert worden bin und gesund. Stimmt, der hat keine Tattoos mehr im Gesicht. Ei, hat er sich ja auch ganz schön weglasern lassen. Ja? Bin. Und mein Geld von der Gerichtsverhandlung von der Bank wiederkriege. Was aus Mirko dann wird, werden wir ja dann sehen. So, und jetzt endlich zu Wife. Leute, jetzt kommt... das Sahnehäubchen des Videos. Nein, jetzt ohne Spaß. Wirklich, bei Wives Part muss ich sagen, Heuchler hoch 10. Wife, du sagst, du hast mich noch nie gefeiert, selbst wo ich gesund war. Ich habe ihn auch früher nicht gefeiert, als ihm noch gut ging und so, aber ja, hat sich auf jeden Fall gut entwickelt. Ich finde das komisch, dass du mich damals abonniert hast auf YouTube, wo ich gerade mal 100.000, 200.000 Abonnenten hatte. Da war Wife nämlich ein Abonnent von mir. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Er sagt... ja, der schreibt mir hier nach bestimmt auf Insta. Oh mein Gott, das tut das so weh. Er denkt jetzt, das ist ernst. Ding ist halt, ich kann Miguel Pablo hier verstehen, ja. Ich hatte mit der Wife auch Kontakt. Wir hatten sogar mal miteinander ein, zwei Mal gesprochen auf Teamspeak. Wir sind uns auch gefolgt, also war eigentlich alles stabil. Und auf einmal ging mein Kanal nicht mehr so ab, wie er davor abging, ne, mit meinen, keine Ahnung, mit meinen 40, 50, 60.000 Aufrufen pro Video. Und auf einmal sehe ich, da ist mir glatt jemand entfolgt und hat auch nie wieder mit mir geschrieben. Wife HD. Das nur kurz dazu. Und genau das gleiche fühle ich gerade eben, was da gerade eben Miguel Pablo zu ihm sagt. Also von daher, ich kann mir das gut vorstellen, dass Miguel Pablo hier recht hat. So, ich sehe schon, komm, der schreibt mir auf Instagram oder so. Habe ich auch. Ich habe gesagt, du sollst Mirko schön von mir grüßen. Und als ich ihm auf Insta geschrieben habe, ich habe leider keinen Screenshot gemacht, aber Wife, das kannst du ja selbst bestätigen. Da stand Anfrage annehmen von Wife. Das heißt, er hat mir damals eine Fanboy-Nachricht geschrieben, weil er mich ja auch abonniert hatte. Und die Nachricht zurückgezogen auf Instagram. Oh mein Gott. Ohne Spaß, Wife, you played yourself. Well done. Du hast mir damals auf Instagram geschrieben, wie ein Fanboy, hattest mich abonniert und sagst jetzt in deinem Video, du hast mich noch nie gefeiert, der schreibt mir auf Instagram und so. Bro, gib doch einfach zu, dass du früher ein Fan warst und ich... Naja, man muss es jetzt nicht so übertreiben mit einem Fan. Also man kann jemanden abonnieren, muss aber kein Fan sein. Man muss auch nicht seine Videos feiern, man kann auch einfach nur den Kanal abonniert haben. Aber bei mir war es zum Beispiel so, also ich habe ihn ganz, ganz früher, habe ich zum Beispiel ihr Wife gerne geschaut, als ich dann aber, also ich sag mal so, als ich dann 17, 18 war, also vor 4 Jahren habe ich dann auch nicht mehr seine Videos geschaut und habe es auch nicht gefeiert. Aber damals mit Flachwitz-Challenge und so fand ich ganz lustig. Ide toll, ich grüß dich. Und ja, dann habe ich halt mit YouTube begonnen. YouTube lief ja dann relativ gut. Ich hatte dann so 60.000, 70.000 Abonnenten und dann haben wir halt so geschrieben und immer mal wieder hin und her geschrieben und dann haben wir mal ein bisschen geschnackt. Und ja, dann habt ihr ja mitbekommen, dass mein Kanal nicht mehr so krass lief. Ich habe dann mein Content umgestellt und seitdem er dann wusste, dass ich mein Content umgestellt habe, zumindest kam es mir so rüber, ist er mir entfolgt und hat mir auch nie wieder geschrieben. Und deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es bei Miguel Pablo, dass es gerade was die Nachrichten anbelangt, genau das gleiche ist. Ja, und man sich dann auch so ein bisschen verarscht vorkommt. Das soll jetzt auch gar nicht, es kann auch sein, dass ich eine falsche Auffassungsgabe habe und dass ich da jetzt falsche Sachen erzähle, weil es in der Vive sein Bild, das gar nicht so rüberkommt und das vielleicht auch falsch dargestellt ist. Aber in meinen Augen, so wie ich das mit wahrgenommen habe, hat sich das angefühlt wie, der hat keine Reichweite mehr, der kann kein Video mehr gegen mich machen und selbst wenn er ein Video gegen mich macht, dann wird das keine Aufrufe mehr bekommen. Ne? So kam mir das rüber und ich dachte mir so, halt einfach deine Fresse und dann war's das. Wir wollten uns tatsächlich noch auf der Gamescom sehen, vor einem anderthalb Jahr, also 2019, kam übrigens auch nie dazu. Und von daher halte ich von Wife HD nicht viel. Wenn man sich vielleicht sieht, ist das ja alles cool und vielleicht so in Ordnung, aber
es wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, mit der Wife dem muss ich auch unbedingt irgendeinen Kontakt haben. Ich glaube, ich weiß, warum die beiden mich nicht mögen. Leute, ich habe recherchiert, ich habe nachgeguckt und das Erste, was mir aufgefallen ist, was ziemlich offensichtlich war, ist, dass Danergy übergewichtig ist und dass A Wife übergewichtig ist. Und ich weiß endlich, was sie meinten mit positiver Entwicklung. Die meinten damit meine Body-Transformation. Jungs, wenn ihr neidisch seid oder so, weil ich auch mal so viel gewogen habe wie ihr und jetzt so aussehe, dann hättet ihr mich... Aber Respekt, dass ihr es wirklich so weit geschafft habt, ist gut. ...nicht in Videos fronten müssen. Ihr hättet mir auch ganz normal schreiben können, hey Miguel, gib mir mal deinen Trainingsplan oder so. Dann hätten wir uns das alles hier gespart. Okay, Leute, das musste raus. Ich habe versucht, das Video jetzt ein bisschen unterhaltsamer zu machen, weil ich in den letzten Videos immer so ernst geredet habe. Hat so ein bisschen alte Miguel Pablo-Vibes vom Frühjahr 2017. Deswegen, ich hoffe, euch gefällt dieser Style. Und im nächsten Video zeige ich euch meine Wohnung. Ich habe euch meine Wohnung schon auf Insta angeteasert. Ich glaube, ich werde erstmal ein Video machen, wie die Wohnung... Ja, also ich sag mal so, das Video ist jetzt nichts Krasses oder sowas, merkt man. Aber ja, ich finde auch, zu Danergy habe ich ja gar keinen Draht, keine Ahnung, also mit dem habe ich ja gar nichts zu tun. Aber ich kann, bei A Wife kann ich, kann mir schon vorstellen, dass das triggert an seiner Stelle. Kann ich mir schon vorstellen. Ja gut, aber spannend, das mal so zu sehen.